Landesschau Rheinland-Pfalz live aus Mainz. Herzlich willkommen. Vor einem Jahr wurde die Milchquote abgeschafft. Seitdem lohnt sich auch für die Landwirte Johann und Frank Hirt das Geschäft nicht mehr. Und sie sind bei weitem nicht die Einzigen, die eine große Wut auf die Bürokraten in Brüssel haben. Auch andere Milchbauern aus dem Saargau sehen wenig Perspektive. Der Milchmarkt und seine Herausforderungen, dazu gibt es mehr heute bei Betrifft um 20.15 Uhr hier im SWR-Fernsehen. Seit einem halben Jahr üben sie wie verrückt. Wilde Tanzschritte passend zur Musik. Die Hip-Hop-Tänzer der Mainzer Tanzschule Movimento. Die 6- bis 16-Jährigen, die werden diesen Freitag im Mainzer Rathaus auftreten. Bei der ersten rheinland-pfälzischen Inklusionsmesse. Also ein wichtiger Anlass für diese besondere Tanzgruppe. Am Freitag um 15 Uhr tritt die Tanzgruppe im Mainzer Rathaus auf. Vielleicht schauen Sie sich das ja live vor Ort an. Ein Stadtteil verändert sich. Das kann man aktuell an Speyer-West beobachten. Früher gab es dort viele Drogendelikte. Man ließ sich auf den Straßen nicht gerne blicken. Mittlerweile wurde ein großer Platz zum Treffpunkt umgebaut und die Bürger engagieren sich. Zum Beispiel bei einer Strickaktion, die jetzt sogar ausgezeichnet werden könnte. Am 22. Juni fahren die Strickfrauen aus Speyer-West nach Berlin zur Preisverleihung Soziale Stadt 2016. In ihrer Kategorie gehören sie zu den letzten drei, unter denen der Sieger dann gekürt wird. Wir drücken ganz fest die Daumen. Von Herzen live, unsere Aktion, in der Menschen in aller Öffentlichkeit mal Danke sagen können, hat diese Woche ja schon einige Tränchen hervorgebracht. Glücklicherweise alles Freudentränen. Heute könnte es wieder so weit kommen. Diesmal in Rheinhessen, in Aich am See. Dort möchten sich Dieter Prior und seine Frau bedanken. Und was das genau sein wird, das erfahren wir jetzt von meinem Kollegen Jens Hübschen. Jens, du bist live in Aich am See. Was habt ihr denn euch heute ausgedacht? Man ist nicht erst dann arm, wenn man unter Brücken schlafen oder Pfandflaschen sammeln muss. Armut oder auch die Gefahr, dorthin abzurutschen, trifft viele. Auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Besonders betroffen sind Menschen ab 65 Jahren. Da sprechen wir dann von der Altersarmut. Warum Menschen vor allem in den Regionen Rheinhessen nahe und in der Westpfalz davon betroffen sind, dazu jetzt mehr in unserem Gut zu wissen. Auch beim Mindestlohn rät der VdK zu einer Nachbesserung. Er müsse auf 12 Euro angehoben werden, um nach 35 oder 40 Beitragsjahren auf eine angemessene Rente zu kommen. Alle weiteren Infos aus unserem Gut zu wissen finden Sie unter landesschau-rp.de. Es ist wieder Zeit für unseren täglichen Hierzuland-Ausflug. Heute geht es in den Westerwald, nach Kausen. Der Ort liegt ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, zwischen Betzdorf und Bad Marienberg. Rund 800 Einwohner gibt es in Kausen. Früher, da lebten die Menschen dort vom Basaltabbau. Heute fahren die meisten Kausener weit zur Arbeit. Aber dafür gibt es in ihrem Dorf viel Platz. Wir haben uns in der Austraße umgesehen und von dort starten wir auch unsere Hierzuland-Entdeckungstour und zwar mit den Kindern vom Kindergarten in Kausen. Man will es ja kaum glauben, aber unsere Sprache steckt noch immer voller Geheimnisse und Rätsel. Diese zu lösen haben sich meine beiden heutigen Gäste zur Aufgabe gemacht. Simone Buslei und Julia Fritzinger, Sprachwissenschaftlerinnen aus Mainz. Was sie bei ihren Forschungen so herausfinden und warum das für so junge Menschen interessant ist, darüber unterhalte ich mich gleich mit ihnen. Und ich freue mich sehr, dass ich die Rätsellöserinnen Simone Buslei und Julia Fritzinger heute bei mir habe. Guten Abend. Ja. Sie erforschen jetzt dieses eigenartige Phänomen, darauf gestoßen. Hausarbeit dazu geschrieben, später meine Abschlussarbeit, ja, und dann bin ich in diesem Forschungsprojekt gelandet. Und wie haben Sie beide in Mainz festgestellt, dass es das Phänomen in Ihren Heimatregionen jeweils gibt und dass Sie das gemeinsam machen können? Und ja, das zeigt ja, wie verbreitet das auch ist und in was für unterschiedlichen Dialekten das auch vorkommt. Aha. Und wenn Sie jetzt gerade schon das Alemannische von Ihrer Projektleiterin ansprechen, das heißt, also, es gilt nicht nur für Rheinland-Pfalz, dieses Phänomen? Ja, man kann sagen, vor allem in Westmitteldeutschland, in Wie gehen Sie denn jetzt bei diesen Forschungen vor? Wie untersuchen Sie das? Also zum einen haben wir einen Online-Fragebogen entwickelt, der auf unser Reingehen und so 6 bis 8 Leute pro Ort optimalerweise befragen tatsächlich dazu. Das heißt, bei dieser Online-Befragung kann ich tatsächlich auch noch mitmachen. Wir haben diesen Link zum Beispiel auch auf unsere Seite landesschau-rp.de gesetzt. Und dafür muss ich Dialekt sprechen? Oder? Wie gesagt, seit einem Dreivierteljahr sind Sie jetzt damit beschäftigt. Gibt es denn auch schon Antworten auf diese Frage? Wo kommt das her? Wie ist es gemeint? Warum sind es nur Frauen und nicht Männer?
Also die ersten Antworten sind, dass es auf jeden Fall freundlich im Online-Fragebogen kommt. Aber wir hatten hier auch schon Filme, da wurden so alte Original, ne, sage ich jetzt mal. Das war dann das Antje, obwohl sie schon 80 war oder sowas. Also ältere Frauen sind. Und manche vermuten auch, dass das eine Quelle sein könnte, wo das Neutrum herkommt. Jetzt sind Sie beide noch keine 30, machen damit Ihre Doktorarbeit in Germanistik. Ja, also ich selbst bin ja mit Dialekt aufgewachsen und spreche. Ja, bei mir ist es ähnlich, also auch wenn ich selbst kein Dialekt, was eben verschwunden ist. Wann können wir denn nun mit der endgültigen Rätselauflösung rechnen? Also das Projekt läuft jetzt ja noch so 2,5. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei, dass Sie damit Ihren Doktortitel machen. Und wenn es so für Männer gibt, ist dieses neutrale Fürwort ja nicht. Deswegen kommt jetzt der Sascha mit den Nachrichten. Vor einer Woche haben SPD, FDP und Grüne ja offiziell gesagt, dass sie in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Seitdem hört man so gar nichts. Wie weit sind die denn nun? Dazu jetzt mehr. Bis dann. Tschüss.